im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, schön, dass wir von Leichnam hier auf der Wiese feiern dürfen. Wir danken Gott für dieses schöne Weltwetter. Von Leichnamfest, Geheimnis unseres Glaubens. Geheimnis unseres Glaubens. Jesus gibt sich ganz in Gestalt von Brot und Wein. Und so, wie er es versprochen hat, ich bleibe bei euch jeden Tag, alle Tage, bis ans Ende der Welt. Dafür sollen wir dankbar sein. Zum Beginn dieser Eucharistiefeier rufen wir unseren Herrn um sein Erbarmen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich uns. Er lasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altars hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du in der Einheit des Heiligen Geistes mit Gott, dem Vater, lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen kam Mose und übermittelte dem Volk alle Worte und Rechtsatzungen des Herrn. Das ganze Volk antwortete einstimmig und sagte: Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Mose schrieb alle Worte des Herrn auf. Am frühen Morgen stand er auf und errichtete am Fuß des Berges einen Altar und 12 Steinmale für die 12 Stämme Israels. Er schickte die jungen Männer der Israeliten aus und sie brachten Brandopfer dar und schlachteten junge Stiere als Heilsopfer für den Herrn. Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in eine Schüssel. Mit der anderen Hälfte besprengte er den Altar. Darauf nahm er das Buch des Bundes und verlas es vor dem Volk. Die antworteten: Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und wir wollen es hören. Da nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte: Das ist das Blut des Bundes, den der Herr aufgrund all dieser Worte mit euch schließt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Kelch des Segens gibt uns Anteil an Christi Blut. Der Kelch des Segens gibt uns Anteil an Christi Blut.
Wie kann ich dem Herrn vergelten all das Gute, das er mir erwiesen? Den Becher des Heils will ich erheben, ausrufen will ich den Namen des Herrn. Kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Frommen. Ach Herr, ich bin doch dein Knecht bin ich, der Sohn deiner Magd. Gelöst hast du meine Fesseln. Der Kelch des Segens gibt uns an Christi Blut. Ich will dir ein Opfer des Dankes bringen. Ausrufen will ich den Namen des Herrn. Mein Gelübde will ich dem Herrn erfüllen, in Gegenwart seines ganzen Volkes. Der Kelch des Segens gibt uns Anteil an Christi Blut. Das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer dieses Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Halleluja, Halleluja.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem man das Paschalamm zu schlachten pflegte, sagten die Jünger zu Jesus: Wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten? Da schickte er zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in die Stadt, dort wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht. Dann sagt zu dem Herrn des Hauses: Der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Paschalamm essen kann? Und der Hausherr wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, der schon für das Festmahl hergerichtet und mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles für uns vor. Die Jünger machten sich auf den Weg und kamen in die Stadt. Sie fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Paschamahl vor. Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte: Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Amen, ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem davon trinke im Reich Gottes. Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. So sei dir Christus. Schwestern und Brüder, es ist eine Tatsache, wenn wir eine Sache immer verfügbar haben, dann bemerken wir oft nicht mehr ihren Wert, ihren Schönheit und nehmen es selbstverständlich an. Wir haben eine schöne Wohnung, wir fahren ein gutes Auto, wir haben einen Job. Und wenn andere es uns nicht wissen lassen, vergessen wir manchmal, dankbar zu sein. Dankbar, dass das Leben und dass Gott uns all das ermöglicht haben. Selbst die Gesundheit, die uns allen sehr wichtig ist. Manchmal bemerken wir nicht, dass sie einfach Geschenk ist. Geschenk des Lebens, Geschenk von Gott. Und wenn ich hier im Ort den Krankenwagen vorbeifahren höre und an manche für mich gefährliche Situationen denke, dann sage ich mir, es ist ein Wunder, dass ich noch hier heute hier bin. Gegenüber dem Leben, gegenüber Gott, sind wir nicht dankbar genug? Jemand sagte einmal: Dankbarkeit ist die Erinnerung des Herzens. Das Herz erinnert sich daran, dass es etwas bekommen hat, dass es auch
gegenüber jemandem zu etwas verpflichtet ist. Wir denken an unsere Rechte, wir haben Rechte, aber es fällt uns oft ein, es fällt uns nicht ein, dankbar zu sein. Wenn wir jetzt Eucharistie feiern, ist es eine schöne Gelegenheit, uns mit unserem Herzen daran zu erinnern, was Jesus für uns getan hat. Eucharistie heißt übersetzt Dank sagen. Wer von uns sagt zu Jesus Danke für seinen Leib und sein Blut? Danke für seine Hingabe am Kreuz. Der heutige Psalm kann uns vielleicht ein bisschen helfen, unsere Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Wie kann ich dem Herrn vergelten all das Gute, das er mir erwiesen? Ich will dir ein Opfer des Dankes bringen. Schwestern und Brüder, vergessen wir nicht, Danke zu sagen. Danke Gott für die heilige Eucharistie, die wir noch feiern können. Es ist nicht so überall. Wir haben noch diese schöne Gelegenheit. Danke für mein Leben. Danke für meinen Glauben. Danke für meine Familie. Danke für meinen Mann, für meine Frau, für meinen Sohn, für meine Tochter. Und für mich persönlich, danke für diese Gemeinde, in der ich jetzt bin. Bekennen wir gemeinsam unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, und das ewige Leben. Amen. Jesus Christus schenkt uns seine Nähe in der Eucharistie. So wenden wir uns dankbar und hoffnungsvoll mit unseren Bitten an ihn. Wir beten für die Menschen, denen ihr Leben sinnlos erscheint, die hungern nach Liebe und Anerkennung, nach Gerechtigkeit und Frieden und für alle, die krank sind an Leib und Seele. Christus, Brot der Stärkung, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle Christinnen und Christen, die ihr Leben aus dem Glauben gestalten, für alle, die Kraft schöpfen aus der Feier der Eucharistie. Christus, Brot des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle, die in Armut leben müssen, für die Menschen, die auf der Flucht sind und nach einer neuen Heimat suchen und für alle, die im Streit leben oder deren Beziehung gescheitert ist. Christus, Brot des Friedens, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten in den Sorgen und Nöten, die jeder und jede von uns mitbringt. In Stille nennen wir dir die Namen derer, die uns besonders am Herzen liegen. Christus, Brot des Trostes,
Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, du bist unter uns gegenwärtig. Dafür danken wir dir und preisen dich mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist, heute, alle Tage bis in Ewigkeit. Lasset uns beten. Herr unser Gott, wir bringen das Brot dar, das aus vielen Körnern bereitet, und den Wein, der aus vielen Trauben gewonnen ist. Schenke deiner Kirche, was diese Gaben geheimnisvoll bezeichnen, die Einheit und den Frieden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Als der wahre und ewige Hohepriester hat er die Feier eines immerwährenden Opfers gestiftet. Er hat sich selbst als Opfergabe dargebracht für das Heil der Welt und uns geboten, dass auch wir diese Gabe darbringen zu seinem Gedächtnis. Er stärkt uns, wenn wir seinen Leib empfangen, den er für uns geopfert hat.
Er heiligt uns, wenn wir sein Blut trinken, das er für uns vergossen hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten, und mit all den Scharen des himmlischen Heeres, den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig ist Gott in Herrlichkeit, sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Preis ihm, der kommt in unsere Zeit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Peter und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke alle unsere Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Frau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Laurentius und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm
ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Herr Jesus Christus, du bist bei uns alle Tage bis zum Ende der Welt. Wir bitten dich, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns dein Leben. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Der Leib Christi. Thank you.
Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, der Empfang deines Leibes und Blutes ist für uns ein Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit. Sättige uns im ewigen Leben durch den vollen Genuss deiner Gottheit, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Gelobt und gepriesen sei ohne Ende. Wir beten die Litanei von der Anbetung Jesu Christi. Betet an den Leib des Herrn, betet an das kostbare Blut Jesu Christi. Wir beten an den heiligsten Leib Christi, das Lamm Gottes, den heiligsten Leib, der sich hingegeben hat für unser Heil. Den heiligsten Leib, der seine Jünger beschenkt hat mit den Geheimnissen des neuen Bundes. Den heiligsten Leib, durch den wir empfangen haben das unblutige Opfer. Den heiligsten Leib des hohen Priesters, der erhoben ist über die Himmel. Den heiligsten Leib, der die Sünderin freisprach. Den heiligsten Leib, der uns reinigt durch sein Blut. Den heiligsten Leib, der die Füße seiner Jünger gewaschen hat mit Wasser. Den heiligsten Leib, der gereinigt hat ihr Herz mit dem Geist. Den heiligsten Leib, der verraten wurde mit einem Kuss. Und der die Welt geliebt hat bis in den Tod. Den heiligsten Leib, der sich aus freiem Willen ausgeliefert hat an Pilatus.
und der sich bereitet hat für eine heilige Kirche. Den heiligsten Leib, der erstanden ist von den Toten und der verklärt ist in Ewigkeit. Betet an den Leib des Herrn, betet an das kostbare Blut Jesu Christi. Amen.
Sacramentum. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, das alle Erquickung in sich birgt. Lasset uns beten. Deus qui nobis sub sacramento mirabilis passionis tui memoriam reliquisti, tribue quae sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis judite sensiamus. Qui vivis et reiac in saecula saeculorum. Amen.